Brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu die Welt bezwingen und letztlich Frieden bringen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Weihnachtskrippenausstellung, heute sitzen wir hier im großen Schiff wegen der Corona-Pandemie und wir hören auf das, was Mutter Merkel sagt, denn es ist eine gefährliche Erkrankung. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Finanzminister dies so gemacht haben, dass wir Alten, die risikobehaftet sind, doch noch nicht erkrankt sind. Und dafür möchte ich auch danken. Ich danke herzlich dem Pfarrer Andreas Buchholz für sein lustiges Anspielen als Andacht. Und ich danke auch Hans-Martin Hermisch, der an der Orgel uns eingestimmt hat auf die Adventszeit. Seit 1998 sammle ich Krippen, erst ganz wenig. 7 hatte ich zuerst bei der ersten Ausstellung. Inzwischen sind es 84 geworden aus der ganzen Welt. Aus Nepal, aus Mexiko, aus Peru, natürlich aus Deutschland, Italien und allen Ländern. Ich habe selber gesammelt auf den Reisen in Spanien oder wo man überall mal hingefahren ist und Krippen gekauft. Aber ich hatte auch viele Freunde, die mir Krippen geschenkt haben. Eine sehr reiselustige Frau aus den Niederlanden, Tuus Pleuta-Haminga, hat mir also Krippen aus Nepal auch mitgebracht, wo man sieht, ganz andere Krippenfiguren. Das Kind ist schon ganz anders gewickelt, als wir das kennen. Und der Josef sieht aus wie ein buddhistischer Mönch. Also schon, dass die Christen, die dort wohnen, ihre Umwelt in diese Krippendarstellung mit hineinnehmen, das ist schon eigentümlich und auch schön. Ja, dieses Jahr habe ich nur eine neue Krippe geschenkt bekommen, und zwar von den Wollstrickfrauen. Die haben ja eine Krippe gestrickt, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also mit so viel Liebe und Zärtlichkeit in den Figuren drin, die Könige mit einer Krone gestrickt, also wie ich mir das gar nicht hätte vorstellen können. Sehr, sehr schön, die steht da unten auch. Wie gesagt, es sind 84 Krippen. Ich habe noch eins vergessen, wenn Sie bitte hinausgehen, bitte ich Sie, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer doch in diese Liste, die ich dann führen werde, einzutragen, damit wir bei eventuellen Corona-Kontakten auch das nachverfolgen können und dem Gesundheitsamt Ihre Namen und Kontakte melden können. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommen können wird, aber dass Sie alle gesund bleiben, bis der Grippeimpfstoff da ist, und dann wird die Epidemie auch verschwinden.